ganz, ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ja, wir machen heute mal eine schöne Premium-Einkaufsliste für ganz triviale 200 Euro. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch eine Liste für 4, 5, 6, 700 Euro machen oder sogar noch mehr aufwärts. Aber sagen wir mal ehrlich, ich denke mal, die meisten haben jetzt nicht so viel Geld und wollen eben auch Premium-Ware haben. Ja, und da habe ich mir jetzt ganz bewusst einen Online-Shop, der jetzt übrigens auch neuerdings liefert, ein kleiner, wirklich großartiger Online-Shop. Und vorab da, ich muss es einfach vorab erwähnen, weil es immer wieder ja eine Art von Menschen gibt, die das mir unterstellen. Nein, ich werde von diesem Shop nicht bezahlt. Ich bekomme nicht mal Rabatte, also wirklich gar nichts. Der Shop weiß nicht mal, dass ich dieses Video mache. Sondern meine Aufgabe oder ich habe mir selber als Ziel gesetzt, euch bestmöglich zu informieren und zu unterhalten. Das sind meine Ziele, um euch eben einen bestmöglichen Mehrwert zu geben. Und deshalb versuche ich auch gewisse Nischen zu finden. Nischen in dem Sinne von eher unbekannte Online-Shops, die sehr gut sind und die mitunter auch Premium-Ware verkaufen. Und nein, es ist kein Röderfeuerwerk, es ist kein Pyroland und wie sie nicht alle heißen, die bekannten Online-Shops, sondern es sind eben ganz kleine Online-Shops, die deutschlandweit liefern, ja, neuerdings, jetzt bei denen da, bei dem Online-Shop. Und darüber hinaus weiß ich schon seit vielen Jahren, dass es wirklich ein sehr, sehr zuverlässiger Shop ist, ja. Von Bewertungen her und vor allem auch, es ist wirklich ein Familienunternehmen und die geben sich sau viel Mühe für die Pakete. Ihr müsst euch eins vorstellen und dann kommen wir zum eigentlichen Geschehen. Dieser Online-Shop ist eben so aufgebaut, dass man noch die Pakete mit Liebe behandelt, mit Liebe verpackt und mit Liebe versendet. Und nein, es geht hier jetzt nicht um irgendein Märchenwald oder sonst was, sondern das meine ich so, wie ich es ausspreche. Ja, das habe ich zumindest von anderen Leuten erfahren dürfen, weil, ihr müsst euch eins vorstellen, wenn ihr so ein Röderfeuerwerk Online-Shop habt oder Pyroland, die haben ja eine extrem große Menge. Da kann man das nicht alles ganz sorgfältig und mit Liebe verpacken, sondern da muss alles auf zack, zack gehen. Das ist wie bei Amazon, ja. Also wenn dieser Shop jetzt irgendwann mal so wirklich exorbitant bekannt werden sollte, dann kann ich auch nicht mehr davon reden, dass das mit Liebe behandelt wird. Vielleicht nicht, vielleicht schon, keine Ahnung. Aber dann sinkt die Wahrscheinlichkeit. Noch ist der Online-Shop klein, er ist fantastisch. Er hat alle Böller, die man sich je vorstellen kann im Sortiment, die ich für mich persönlich brauche und möchte. Und ich kenne mich mit Böllern wirklich sehr gut aus. So, wir machen jetzt unsere Einkaufsliste. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf und wir packen mal ein bisschen was ein. Wir fangen mal mit Knallkörper an und da würde ich sagen, genau, das ist auch super unterteilt, Knallkörper, Schallerzeuger. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Knallkörper, nicht auf die P1 Artikel, aber dazu hier, also die Preise sind phänomenal, nicht zu teuer. Genau im goldenen Mittelfeld. Preis auf Anfrage. Müsst ihr dann mit dem Shop selber klären. Aber schaut, die haben selbst die Dumbum 120. Also die haben wirklich alles, was man im P1-Bereich überhaupt braucht. So, wir gehen jetzt zu den Knallkörpern. Ja, das ist jetzt zum Beispiel die Standardware. Die braucht kein Mensch, würde ich sagen. Würde ich jetzt, ja, schon bis 10,99 bekomme ich bei Müller für 7, 8 Euro. Ist da für mich tatsächlich teurer. Würde ich jetzt nicht empfehlen, bin ich ganz ehrlich. Aber wir gehen weiter runter und da kommen schon wirklich schöne Sachen. Ich packe den Titan Ball Mittel einmal ein, weil den finde ich mega geil. Den hatte ich selbst mal getestet von Funke. Nee, Quatsch, Argento ist ja eigentlich Funke, aber eloquent ausgedrückt, also sprachgewandt ist es Argento, genau. So, wir gehen weiter. Knallfrische Kaliber C kann man machen, würde ich jetzt nicht mit einpacken. Genau, das war es schon mit den Knallkörpern. Blauer Berber. Pack mal rein. Und das war's schon. Ja, das war jetzt eben Knallkörperbereich, also nicht P1-Bereich. Dazu kommen wir später, aber jetzt haben wir uns eher auf die Knallkörper konzentriert. Eher eine nicht allzu große Auswahl. Für mich aber nicht weiter schlimm, weil für mich zählen die P1-Schallerzeuger. Und da ist die Auswahl phänomenal, habt ihr erst gesehen. Von den Knallkörpern eher mau. Aber nicht weiter schlimm. Wir gehen jetzt ans Batteriefeuerwerk. Nee, Quatsch. Wir fangen mit den Raketen an.
So, und da sieht man schon eine wunderschöne Auswahl. Ich liebe es einfach, deshalb kommt es knapper Lagerbestand. Kommt es bei mir auf jeden Fall in den Warenkorb mit rein. Himmelstürmer hatte ich einmal getestet, habe auch ein Video. 34 € 13 Stück. Muss man für 200 € eher nicht. Ja. Die Z1-Raketen für mich eine der besten, nicht wenn sogar die besten Raketen in F2. Aber sorry, nicht für 50 €. Ja, also jeder Online-Shop verkauft die tatsächlich für 50 € und nee, bei einer 200 € Einkaufsliste, nein. Auf jeden Fall. Also für mich braucht es gute Raketen und 20 € ist noch etwas, was für mich in Ordnung geht von Argento Feuerwerk. Und die sollten wirklich, sie habe ich noch nie getestet, aber sollten sehr gut sein. Ja. Ja, ob ich jetzt, dann würde ich Scream Micro Rockets würde ich dann noch zweimal einpacken. Da habe ich ein schönes Sortiment zusammen. Five-Sachen, Bouquet-Sachen und die Salut-Raketen. Genau, die packe ich mir auch nochmal mit ein. Dann habe ich von allem etwas. Ne? Ist halt Premium-Ware, Funke, nicht anders zu erwarten. Ja, ich würde tatsächlich die bevorzugen. Haben wir jetzt auch eingepackt und gehen auch weiter mit den Raketenhammers, Batteriefeuerwerk. Da ist jetzt, wie ihr es selbst seht, eine wirklich große Auswahl. Und wir müssen jetzt so ungefähr, ich denke bei 60, genau, 64 €. Das ist eine Salut-Batterie, genau, die würde ich mal einmal einpacken vor 0 Uhr. Sowas macht immer mäßig viel Gaudi. Die Skutec, da habe ich mir ein Video zu angesehen. Die finde ich mega geil. Gibt es hier ein Video? Leider nicht. Ja gut, 30 € müssten wir dann noch schauen. Aber die hat mir sehr gut gefallen. Vom Video her. Also wie ihr selbst seht, einfach unfassbar geile Batterien. Die packe ich mir einmal ein. Die ist auch ebenfalls von Argento. Mega geil. Giant 4. Wir haben jetzt schon die 3er. Brauchen wir nicht. Bei einer 200 € Einkaufsliste. So, hier. Profi-Batterie. Momentan nicht verfügbar. Die fand ich ziemlich interessant. Und soweit ich weiß, ist sie relativ selten anzutreffen. Aber ich konzentriere mich eher auf andere Batterien. Aber also jetzt mal ehrlich, die haben so eine geile Auswahl jetzt schon. Da würde ich tatsächlich für mehr Geld bestellen, also ich persönlich. Hier eine sehr unique, einzigartige Batterie von Zündstoff-Feuerwerkstechnik. Logischerweise gibt es die auch nur dort. Die haben jetzt leider kein Video, hätte mich jetzt schon interessiert, aber kann man bestimmt nachlesen. Für 60 € würde ich nicht reintun bei, wie gesagt, bei dieser Einkaufsliste. Ansonsten vielleicht, die muss ich mir erstmal noch anschauen. Boah, die haben so wirklich vom Design her mit wilden, lauten Heulern, das wäre jetzt schon mal was für mich. Aber wir müssen uns ja an die 200er-Grenze halten, das ist halt wieder das Thema. Auch so Kleinscheiß, mag ich, steht drauf, rein damit. Genau. Jetzt weiter runter, Giant haben wir schon. Green Thunder, das ist halt eine Salut-Batterie. Würde ich mir einpacken, aber nicht bei einer 200er-Liste. Ansonsten absolut zu empfehlen. Boah, wirklich, also ist es wirklich Premium-Ware. Wirklich. Einfach nur mega, mega geil. So, genau, die packe ich mir auch mal ein, die Blue Thunder, weil es vom Design auch geil ausschaut. Aber jetzt sind wir eher auf Menge gegangen. Jetzt würde ich mal sagen, packen wir etwas Schönes ein. Da kommt mir eine Batterie in den Sinn, die habe ich bis jetzt. Snowblind. Kennt ihr die noch? Die ist mega geil, wirklich. Ja, aber für 15 €. Ich suche jetzt eben die eine Batterie, die ich im Kopf habe. Die schaut geil aus. Tropica. Geil. Argento. Muss nicht immer Funke sein, ne? Blitzrums. Die habe ich zu Hause. Habe ich noch nie getestet. Bin gespannt, wie die sein wird. Gell? Fermata. Mega geiles Teil. Funkenweide. Jeder kennt sie. Ja, schaut geil aus, ne? Schaut geil aus. Okay, noch habe ich sie nicht gefunden. Palms. Oh ja, genau. Die packen wir auch einmal ein. Die ist geil. Die ist geil. Habe ich auch getestet letztes Jahr. Ist es die mit den Heulern? Oh ja, das ist die. Das ist. Boah, nee, die packe ich mir ein. Ohne Scheiß. Übrigens, die ist hier auch günstiger, ne? Kostet 20 anstatt 25 €. Die ist so geil, Leute. Ich liebe es ja mit diesen Tieftonheulern.
Da könnte ich echt einen bekommen. Sage ich jetzt nicht. Genau, Scala. Boah, also ich wiederhole mich, aber die haben echt nur wirklich die geilen Sachen am Start. Okay. Oh ja, Klassik haben die auch. Mega geil. Mega geil, wirklich. Da, Halloween, Maska, zünd ich zu Halloween an. Passt gut, oder? Passt gut. Ja. So, ich sag mal, kommt die noch? Weil die habe ich letztes Jahr auch testen. Major. Die hatten ein anderes Design vor ein paar Jahren. Irre ich mich da jetzt? Nee, oder? Naja. Ja. Die böse Sekretärin, wer kennt sie nicht? Ah, da haben wir es. Genau diese einzigartige Batterie. Genau, es ist sehr teuer. Es ist wirklich, es ist auch nicht Funke, haha. Aber es ist. Wir machen es jetzt anders. So, ich pausiere mal das Video und schauen wir uns ein Video an. So, Pyrex in Germany macht auch geile Videos. Da kommt's jetzt. Okay. Da ist es jetzt nicht ganz so rübergekommen, wie gesagt, ich habe sie live getestet und die Bouquets sind. Die sind wirklich unbeschreiblich geil. Also die Ausbreitung ist mega, der Knall ist mega laut und dumpf, so wie es sich gehört. Und die Ringeffekte am Himmel, wirklich, das war einer der besten Batterien, die ich an dem Tag gezündet hatte. Das war eben der 31. Dezember, also auf den 1. Januar. Und live war die mega geil, deshalb wollte ich sie unbedingt dabei haben. Könnt ihr mir gerne eure Erfahrungen mitteilen, gelle? Ich bin für alles offen. Wie gesagt, das Video war jetzt eher ein schlechtes Beispiel. Genau, wir sind jetzt bei 110 Euro insgesamt. Haben wir die jetzt schon eingepackt? Genau, muss man sich anmelden. Also meinen Warenkorb sollte ich eigentlich schon noch sehen können. Zum Warenkorb, genau. Ich bin, glaube ich, zur Kasse gegangen. Okay, haben wir noch nicht eingepackt, oder? Wenn wir jetzt schon wirklich. Doch, haben wir eingepackt. Passt. Und wir haben noch immer 90 Euro übrig. Genau, auf jeden Fall, es geht dann halt so weiter. Jetzt kommen wir. Tatsächlich würde ich jetzt auch kein Leuchtfeuerwerk kaufen. Da würde ich eher zum Lidl gehen. Wie gesagt, ich würde das alles mischen und halt nur die schönen und geilen Sachen einkaufen. Und natürlich dürfen die nicht fehlen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also jeder kennt mich und jeder, was heißt jeder kennt mich? Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich die Chinaböller A am liebsten mag. Ich habe die Bs jetzt letztens gekauft, erst im Schinken. Hat mich bis jetzt ehrlich gesagt enttäuscht. Also ich denke, dass die A-Böller so zwischen 50 und 60 Euro kosten. Die würde ich auf jeden Fall. Genau, 60 Euro einmal einpacken. Dann wären wir schon bei 170 Euro und hätten noch 30 Euro übrig. Knallkörper hätten wir. Wollt ihr es nochmal richtig laut haben, würde ich auf jeden Fall euch die Pyro Union Schallerzeug empfehlen. Dann nehmen wir eine Packung mit. Sind bei 180 Euro, haben noch 20 Euro. Und da würde ich dann tatsächlich auch nochmal eine schöne Batterie einkaufen. Ja. Die Frage ist, welche? Da gehen wir jetzt nochmal zurück. Höhenfeuerwerk. Oder Raketen? Das ist jetzt die Frage, Raketen oder Batterien? Ich würde sagen Raketen. Warum nicht? Also 20 Euro haben wir noch. Ich bin ja so ein Knallfreak, ne? Aber ich versuche die Liste ja euch bestmöglich kompatibel zu gestalten. Die haben wir ja schon. Ja gut, nee, wir gehen auf Batterien zurück. So. Genau. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt noch eine geile, einzigartige Batterie bestellen. Für eben 20 Euro hier zum Beispiel so eine. Aber ich persönlich würde euch dann tatsächlich. Wo ist sie denn? Da kriegt man wirklich gleich Lust, noch viel mehr zu bestellen, wenn man das sieht. Nico, das ist halt auch so eine Premium-Line. Aber ich würde dann eher bei Funke bleiben. Exotica, die schaut mega geil aus.
Das sind 5 Euro mehr, das ist wurscht, würde ich einmal noch empfehlen. Oder mit reintun in den Warenkorb. Wir haben 15 Sachen drin und es wert die 200 Euro Einkaufsliste. Ja, also ganz eloquent formuliert, erläutert. Wir haben hier ein schönes Bodenfeuerwerk, einen schönen Bodenfeuerwerksartikel, den Titan Ball. Da ist es so ein Crackling-Feuerwerk am Boden, ziemlich schön. Dann den Blauer Bärer, ein schöner F2-Knallkörper von Funke, der ist geil. Scream Rocket, da habt ihr eben eine schöne Five-Heuler-Rakete. Shell Rockets, schöne Bouquet-Raketen. Scream Malco Rockets, eher was für zwischendurch. Aber eben auch nicht im Supermarkt-Discounter zu erwerbbar. Salut-Raketen, versteht sich von selber. Nochmal eine Salut-Batterie, kleines Kaliber, beziehungsweise niedrige Schussanzahl lohnt sich dennoch. Genau, noch eine sehr schöne Premium-Bouquet-Batterie. Ebenso nur im kleinen Format nochmal eine Blue Thunder. Ich mag den Knall. Palms, nochmal so ein Kleinzeug. Moskau Mania, ja, schön. Man könnte es tatsächlich um 0 Uhr verwenden oder halt als Abschluss, wenn man möchte. Wenn man eben nicht sehr viel Geld zur Verfügung hat. Dann 240 Stück Premium-Böller, sehr laute Böller, also mehr im P1 geht eigentlich nicht im aktuellen Bereich, und Exotiker. Also wie ihr seht, die könnt ihr natürlich gestalten, wie ihr wollt, die Liste, aber das wäre die Liste. So würde ich sie gestalten für die meisten. Ich persönlich würde sie natürlich ein bisschen anders handhaben, aber das wäre jetzt so, was ich den meisten Leuten empfehlen würde. Da gibt es natürlich auch spezielle Wünsche, das müsst ihr dann entscheiden. Aber Hauptsache, ich habe euch mal die Seite etwas näher erläutert, und genau darum soll es eigentlich gehen. Genau, meine Lieben, das war schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Online-Shop ein bisschen näher bringen, beziehungsweise erläutern, weil nicht nur Röderfeuerwerk, nicht nur Pyroland, nein, es gibt noch andere Online-Shops, die vielleicht nicht so bekannt sind, die eher außerhalb des Radars zu finden sind, und genau das möchte ich euch ermöglichen, dass ihr auch diese Online-Shops anschaut, vor allem was wirklich den Versand angeht, was den Service angeht. Das habt ihr halt beim Röderfeuerwerk Pyroland, das von der Größenordnung ist es kaum möglich, und dort habt ihr das, und für mich wäre das ein exorbitanter Mehrwert. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste, und demnächst kommen natürlich weitere schöne Videos. Vielleicht werde ich ein neues Format eröffnen im kleinen Kreis. Das wird wahrscheinlich nicht die große Aufrufeanzahl haben, aber es ist wurscht. Und zwar, das wird dann sowas Ähnliches werden wie, also ich habe geplant, dass ich ein paar Böller mitnehme und immer wieder neue Orte teste mit neuen Schallgegebenheiten, mit neuen Widerhall. Das könnte recht spannend werden und, wie ich finde, eine schöne Unterhaltung für Böller-Freaks, und es wird dann vielleicht auch oder beziehungsweise demnächst vonstatten gehen. Ja, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Pyro Adler 98.